Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshu und ich spiele mit euch The Long Dark. Ja, gerade einen Hirsch erlegt, bin ich sehr glücklich mit. Nochmal die Pistole zücken und hier sage ich Garen. 51 Minuten, 19 Minuten. Ach so, das ist ja nur. Da ist dann. Haben wir Zeit, uns um die Pelle zu kümmern. Nächster. 22 Minuten. 2 Stunden. 49. Wie lange brauche ich dafür? Ja, passt mir gut. Wir müssen halt nur immer darauf achten, dass uns das Feuer nicht ausgeht. Solange das Feuer brennt, sind wir relativ sicher. Ein Bär kann uns natürlich angreifen. Ist mir hier aber noch nicht passiert. So. 20 Minuten. 20 Minuten. Können wir auch das noch nehmen? Okay, fein. Das Ding ist zerlegt. Genau. Hier können wir noch ein paar von den gebratenen Teilen ablegen. Und dann ist das 18 Minuten. Wir haben ein bisschen Fährte. Na gut, okay. Ich kann mir vorstellen, dass das mit den beiden Därmen zu tun hat. Die werden wir mal ablegen. So, Pferd ist weg. Kochtopf aufheben. Jetzt haben wir hier noch eine Stunde 20. Das bedeutet, machen wir mal noch 1 Liter. Und ein Essen mal. Ich weiß, es ist viel zu viel. Wir können ohnehin nicht viel schleppen. So, jetzt haben wir noch 51. Ich sag, 1 Liter soll er noch machen. Und gehe derweil schon mal nach Haus. Mit aller gebührenden Vorsicht. Denn wir haben ja die Wölfe heulen gehört. So, wir werden aber jetzt. Gut regenerieren. Also diese Geräuschkulisse, was hier so knackt und knirscht, teilweise. Also erstmal ablegen. Im Grunde genommen. Ach. Ich werde dieses Fleisch sowieso nicht so lange aufheben, dass es schlecht wird. Das heißt, ich behalte das jetzt mit drin. Zu trinken. Wir haben genügend gegessen. Wir können versuchen, das Maximum an Regeneration rauszuholen.
Sehr gut. Nochmal ein Drink. Obwohl ich das selten mache, aber bei dem Überangebot aktuell. Finde ich das okay. So, zwei Dinge sind zu tun. Zum einen wollte ich nach dem Wolf schauen. Zum anderen gibt es noch Stuff zu holen. So, hier vorne liegt ein Leichnam. Ich weiß gar nicht, ob wir an dem überhaupt schon dran waren. Ich erinnere mich nicht mehr ganz genau. Okay. Rumpel, rumpel. Aufnehmen. So, das Zeug können wir nehmen, wenn wir zurückkommen. Mich interessiert ja jetzt was anderes. Ja, das war mal ein Campfire und hier ist nichts. Also was in diesem Spiel? Ja, weil ich Also ich wollte sagen, was in diesem Spiel Wölfe, überhaupt Wildtiere mit meinen Pfeilen wegrennen. Als ob die wüssten, dass ich eine Menge davon, also eine Menge Pfeilspitzen zumindest gemacht habe. Aber trotzdem. Können wir hier nochmal einen Blick werfen? Okay, dann sammle ich hier mein Zeug ein. Wonder if I can drop any of this gear. Ist nur für einen Moment. Solange ich klare Sichtbedingungen habe, wobei es jetzt nicht super klar hier, aber eben nicht nachts, bin ich bereit, auch mal mit einer Duftwerte 50 Meter zu laufen. Okay, dann kann ich das Zeug hier ablegen.
Därme noch hin. So. Gut, kurz aufgewärmt. Gut. Dann. Unsere Mission ist ja der Katerstaudamm. Ich kann zweimal Fleisch nehmen, ohne eine Fährte zu hinterlassen. Und ich habe jetzt einmal. Wobei das natürlich riskant ist, jetzt bei dem Wetter loszulaufen. Nee, das mache ich nicht. Ich denke, was dann sinnvoller wäre. Ja, man sieht ja gar nichts. Was dann sinnvoller wäre, ist die Zeit zu nutzen, um zu studieren. Wir hätten doch, oder wir haben doch ein Lehrbuch eingepackt, oder täusche ich mich? Ja, machen wir mal eine Stunde. Ah! Starving. Gut. Dann schauen wir nochmal, wie es draußen aussieht. Ja, kommt Wind auf. Also es ist zwar klarer, aber es kommt Wind auf. Ich tendiere jetzt, die Nacht hier noch zu verbringen. Ja, mache ich. Also, man könnte das Ding nochmal auseinandernehmen. Und zwar brauchen wir das ja nicht. Um hier nochmal zu reparieren. Where can I find something to eat? Ja, hat geklappt. Gut, dann ich hoch. Schauen wir mal, wie viel Wasser haben wir? 3, okay. Ich nehme das mal noch auseinander. Ja, und dann bleibt nur zu warten. Ich könnte jetzt 6 Stunden schlafen. Ach du Schreck. Lagerkollerrisiko. Das ist ja eine unschöne Überraschung. Ist das 23% bereits? Na gut, aber ein nächtliches Workout vor uns. Pack is getting kind of heavy.
So, wir haben jetzt 10. Wir bräuchten noch 5 weitere. Schnell zurück, kurz aufgewärmt. So cold, so cold. Ja, mach es mal so. Wonder if I can drop any of this. Mal aufwärmen. Can't feel my hands. Aber wo? So, schauen wir nochmal. Lagerkollerrisiko bei 34. Gut, und jetzt bauen wir uns unsere Hütte. Gibt's hier Windschutz? Ne, hier. Zu felsig schon. Okay, verwenden. Schauen wir erstmal, wie es da ist. Minus 12. Wäre also zu kalt. Aber man, all I can think about is food. Das ist natürlich jetzt auch wirklich die kälteste Tageszeit, so kurz vorm Morgengrauen. Trotzdem 28. Also so viel Zeit wie möglich draußen verbringen. Wir können natürlich nur bremsend wirken. So. Wir warten. Jetzt also gefühlt minus 3 Grad. Okay. Wieder raus. Wieder aufwärmen. Das ist sehr mühsam, gebe ich zu. Aber ich bin. Ich bin deshalb optimistisch, dass wir das schaffen, weil wir ja. Wo liegt unser Schlafsack? Hier. Weil wir ja genügend Fleisch haben, um zu regenerieren. So, wieder raus.
gleich ein Ding einpfeifen. Und wieder in die Schneehütte. Grad. Oh mein Gott. Ja, aber wenn der Tag erstmal kommt. Wird alles besser. Aufwärmen bitte. So. Wie sind wir mit dem Lagerkollerrisiko bei 7%? Mal das erstmal beseitigen. Immer noch sehr kalt. 1%. Ja, das ist kein schönes Gaming so, aber tatsächlich jetzt die effizienteste Methode. Gleich nochmal. Alternativ könnte man auch ein Feuer hier draußen machen, aber ich bin ohnehin so knapp an Feuer, dass das gar nicht in Frage kommt. So, ich warte. Nicht ein Stick, sondern ein Stück Fleisch. Dann was ist denn los? Warum schaffst du jetzt nicht mehr die eine Stufe hier? Willst du mir das wirklich sagen? So dry. Okay. Also wir sind wirklich erschöpft. Aber letztlich haben wir es mit dem Trick geschafft und jetzt kommt Ausruhen. So. Alles, was drin ist, um maximale Regeneration zu erreichen. Ist klar, dass wir dann mitten in der Nacht aufwachen, ist mir aber egal. So, 58 Tage überlebt. Ich hole mir von draußen noch ein bisschen Fleisch. God, I have never been so hungry in my life. Da haben wir den Hirsch aber schnell vertilgt. Und wirklich sagen. So, dann warten. Sagen wir mal 5 Stunden. Trinken. Nochmal essen. Und wir versuchen
5 Stunden zu schlafen. Das wären wahrscheinlich nur 2,5 Stunden, oder? Okay. Ja, das war ganz schön Action. Also dieser Lagerkoller, der hält einen wirklich auf Trab. Wir haben hier noch ein Buch, habe ich gesehen. So. Gehen wir mal raus und schauen. Nach Möglichkeit werde ich jetzt noch ein paar Stunden in der Schneehütte verbringen. Und zwar selbst mit dem Bärenschlafsack hat man nur geringen Schutz. Egal wie, es war wieder eine schöne Folge. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt beim Schauen des Videos. Lasst gerne einen Daumen hoch und ein Abo da und wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis dahin, macht's gut, bye bye.